Hey Leute, nachdem vor einiger Zeit die AfD schon mal Antrag gestellt hatte, dass die Faeser zurücktreten soll, wurde sie jetzt wieder gefragt, nachdem sie diesen schweren Schlag gegen die Demokratie versucht hatte. Und gestern endlich gescheitert war. Und hier gab es eine Pressekonferenz. Frau Ministerin, Ihr eigener Koalitionspartner sagt, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sei für eine Verfassungsministerin eine böse Klatsche. Offenbar haben Sie auch den Bundeskanzler enttäuscht, der neulich noch zu News sagte, dass wir alle davon ausgehen können, dass Sie alle Fragen geprüft haben. Deswegen möchten wir Sie bitte fragen, treten Sie jetzt zurück? Also, ich will noch mal betonen, dass wir natürlich in einem Rechtsstaat Überprüfungsmöglichkeiten haben. Und das ist auch gut so. Dafür leben wir in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat. Und wir werden auch weiterhin hart gegen Verfassungsfeinde vorgehen. Die haben Überprüfungsmöglichkeiten, ja. Aber ist das jetzt normal, dass man die Leute erst stilllegt und dann erst überprüft, oder warum ist das durchgegangen? Und das ist auch etwas, was ich heute noch mal sagen möchte. Das ist ein ganz normaler Vorgang, dass man vor Gericht mal bestätigt wird. Wir sind es vor kurzem bei dem Verbot der Tribunes geworden. Das war jetzt auch erst vor kurzem. Da hat das Gericht uns bestätigt. Jetzt haben wir in Teilen mal verloren. So ist es in einem Rechtsstaat. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Also akzeptieren Sie die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht? Das gehört auch zu einem Rechtsstaat dazu. Und es geht ja jetzt nur im Eilverfahren. Das Hauptsacheverfahren steht ja noch aus. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne. Nancy Faeser hat ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Doch Einsicht, Fehlanzeige. Von einem Zettel liest sie heute vorbereitet ihre Antworten ab. Richtet sich ihre Niederlage so zurecht, wie es ihr passt. Lacht in die Kamera. Dabei hat das Bundesverwaltungsgericht klare Zweifel ausgesprochen. Zweifel, ob das Compact-Verbot mit Blick auf Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei. Es gäbe mildere Mittel, wie Auflagen zu verbieten. Stattdessen griff die Ministerin zum schärfsten Schwert, verbot im Juli das rechtsradikale Magazin durch einen umstrittenen Vereinstrick. Jetzt kassiert das Gericht es vorläufig im Eilverfahren. Compact, doch vorerst den Betrieb wieder aufnehmen, kehrt zurück an den Kiosk. Eine Entscheidung kann Monate dauern. Peinlich, eine böse Klatsche, sagt jetzt sogar der Koalitionspartner, FDP. Auch die Opposition fordert den Rücktritt, mahnt an, was jede Verfassungsministerin hätte besser wissen müssen. Die Meinungsfreiheit reicht sehr weit in Deutschland. Doch zurücktreten, das will Nancy Faeser nicht. Obwohl von vornherein klar war, das Verbot war so nicht verhältnismäßig. Im Presserecht gibt es kein Schließen von Redaktionshäusern. Nancy Faeser hat damit erneut bewiesen, ihr ist die Meinungsfreiheit lästig. Extreme Meinungen, besonders wenn sie regierungskritisch sind, hält Deutschlands Innenchefin nicht aus. Sie will sie bekämpfen, würde dafür über die Grenzen unserer Grundrechte gehen. Obwohl diese Freiheit unsere Demokratie doch ausmacht. Im Fall Compact hatte Faeser keine Beweise für extreme Taten vorgelegt. Sie dachte, sie kommt damit durch. Was sie vorhatte, durchzusetzen, ist brandgefährlich. Doch wer glaubt, diese Niederlage würde Nancy Faeser aufhalten, der irrt. Denn sie schraubt kräftig weiter, auch an Gesetzesänderungen. Wer den Staat verhöhnt, der muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das Das ist doch sowieso eine Sache. Wer den Staat verhöhnt, verhöhnen ist laut Definition Satire. Das heißt, wenn du irgendwas gegen den Staat sagst, was dir nie passt. Aber das ist doch entgegen der Demokratie. Man soll eigentlich alles sagen dürfen. Und dann wird abgestimmt, wer wie viele sagen das und wie viele sagen das. sind Fesers Worte, das ist ihr Kurs, der schon bei Denk- und Sprachmustern beginnen soll. Eine Innenministerin, die meint, sie kann Deutschlands Meinungs- und Pressefreiheit neu definieren, so wie es ihr ideologisch in den Kram passt, muss zurücktreten. Und jetzt muss Bundeskanzler Olaf Scholz eingreifen.
Sonst lässt er den Eindruck zu, dass Fesers Angriff auf die Meinungsfreiheit erteilt und sogar für gut heißt. Denn wir werden weiter hart gegen Verfassungsfeinde vorgehen, kündigte Feser trotz ihrer Niederlage heute an. Wen sie alles mit Verfassungsfeinde meint, kann man bei einer Ministerin wie Nancy Faeser nie wissen. Ja. Ich lasse das mal alles so im Raum stehen. Also ich sage mal vor ein paar Jahren, mussten Leute zurücktreten oder sind zurückgetreten worden und auch selber zurückgetreten, wegen viel banaleren Fehlern oder Vergehen, die jedem mal passieren können. Und die Nancy Faeser fällt ja immer wieder auf, dass die alles Mögliche gegen die Demokratie vorgibt.